Hallo und herzlich willkommen. Heute mal zu etwas, was man nicht direkt Tutorial nennen kann, aber ich wollte euch einfach zeigen, wie ich hier die Vorderseite des iPads gemacht habe. Ich werde auch noch die Rückseite und eine Seitenansicht machen. Und wenn ihr wollt, mache ich dazu auch noch eine kleine Übersicht oder ein Tutorial. Ich habe aufgenommen, wie ich, während ich das iPad gemacht habe. Allerdings konnte ich das nicht richtig speichern und ja, dann muss ich das jetzt anders machen. Also, ich zeige euch jetzt als erstes, wie ich was gemacht habe. Und zwar habe ich hier ganz unten angefangen mit dem Rahmen. Dafür habe ich erstmal einfach hier so, das ist der ganz äußere Rahmen, den man hier sieht, habe ich einfach eine graue Ebene gemacht und dann, um so einen Glanz zu imitieren, eine weiße Linie drüber gemacht und am Rand hier so weiße Lichtreflexe. Ja, dann habe ich angefangen mit dem Schwarzen. Das ist dann auch einfach wieder so eine Ebene. Darauf habe ich dann hier so eine weiße Ebene gemacht und den Rest einfach wegradiert. Also auch alles noch ganz einfach. Und dann habe ich hier unten diesen Punkt gemacht, habe einfach einen Kreis gemacht und unten etwas weiß, also dass das so aussieht, als ob es da etwas reingehen würde. Und halt dieses Kästchen, was auf dem Punkt immer zu sehen ist. Ja, das war alles zu dem Rahmen. Dann kommt der Hintergrund. Ich habe einfach geguckt, wie das Hintergrundbild in dem Video aussah, wo das vorgestellt wurde. Und da war ein Bild, das ungefähr so aussah. Und deswegen, das passt auch eigentlich ganz gut von der Aufteilung mit dem Himmel und dem See, weil ich habe es oben etwas dunkler gemacht und unten etwas dunkler. Damit es einfach besser auf das Display passt, sonst so hell würde das ein bisschen doof aussehen. Ja, ich habe halt mit Verläufen hier gearbeitet und immer halt eine Schnittmaske gemacht und auch noch eine Vignette. Ohne Vignette sieht es schon ganz anders aus. Ja, das ist alles zum Hintergrund. Und dann habe ich diese ganzen Icons hier mit einfach vom iPhone kopiert und hier eingefügt. Also immer den schwarzen Hintergrund und so entfernt und dann hier eingefügt. Und da muss man halt suchen, bis man alle Icons zusammen hat. Die sind nicht immer alle auf einem iPhone drauf und manche auch nur auf dem iPod. Und dann habe ich hier unten einfach eine rechteckige Form gemacht und die verzerrt, so dass das hier so nach hinten geht. Einen Gaußschen Weichzeichner drüber, dann ist der Rand ein bisschen weicher. Hier noch so eine leichte weiße Spiegelung, sage ich jetzt mal. Ja, dann habe ich die Icons hier unten noch einmal gespiegelt. Was gut ist, man kann sich Hilfslinien ziehen, um hier zu sehen, ob die wirklich auf einer Linie sind. Also wenn ich die jetzt, ich habe hier schon ganz viele Hilfslinien gemacht, deswegen sind die jetzt alle. Und ja, dann hat man das zum größten Teil schon fertig. Jetzt habe ich hier noch die Kopfzeile. Hier habe ich erst so einen schwarzen Strich hingemacht. Und dann habe ich das auch wieder vom iPhone kopiert, ausgeschnitten und so weiter. Und das ist alles eigentlich ganz einfach. Zu den Icons noch, da habe ich noch einen Icon-Glanz hinzugefügt, dass sie alle so ein bisschen leuchten. Ohne würde das nämlich so aussehen. Und mit sieht es dann mehr so aus. Finde ich eigentlich ganz cool. Und ich habe dann bei jedem Icon halt so einen Schatten hinzugefügt. Zumindest bei denen hier oben. Bei denen unten sieht das ja dann ein bisschen doof aus. Und das ist halt nur ein ganz, ganz leichter Schatten. Ich kann mal hier die Einstellung zeigen. Nur 31%, Abstand von 5 Pixeln, überfüllen 10% und Größe 18 Pixel. Ja, und dann habe ich hier noch
einfach das alles einmal genommen, also diese ganze Gruppe, die dupliziert und eine Spiegelung daraus gemacht, also einfach umgedreht, unten dran gesetzt und auf die Gruppe eine Ebenenmaske angewendet, dass das hier so ein bisschen verschwindet. Ja, und wer das ohne weitere Hilfe nicht hinbekommen sollte, so ein iPad zu designen, der kann sich das Video von Photo Music Tutorials angucken. Da wird das ausführlich erklärt, das dauert eine Stunde und ist sehr zu empfehlen. Da ist das nur nicht, dass hier der Hintergrund und die Icons gemacht werden. Aber ist ein sehr gutes Tutorial. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Tutorial und ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen. Sagt mir, ob ihr mehr davon sehen wollt. Bis zum nächsten Mal.